Hey Kinders, was geht bei euch ab? Das Huntsman Knife ist am Start. Es liegt jetzt auf meinem zweiten Account und hier könnt ihr sehen. Das Teil gibt es ausschließlich in den Livestreams. Heute um 18 Uhr startet der nächste. Livestreams finden jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr statt und jeden Freitag ab 22 Uhr. Dreimal die Woche, feste Zeiten. In jedem dieser Livestreams gibt es auch Giveaways. Die finden im Stream statt. Irgendwann, da gibt es aber keinen festen Zeitpunkt, wann sie stattfinden. Sie passieren einfach. Für die Giveaways muss man da sein und auch einen Befehl eingeben, dass man eben mit drin ist. Das geht aber auch erst, wenn ich das Giveaway gestartet habe. Und wann das, wie gesagt, stattfindet, ist irgendwann im Stream. Dienstags und Donnerstags streamen wir immer 3 Stunden. Von 18 Uhr bis 21 Uhr. So plus minus, manchmal ein bisschen länger. Und freitags starten wir erst um 22 Uhr und streamen dann bis Samstagmorgen um 4 meistens. Man kann mich gerne auf Steam adden, wenn man möchte. Den zweiten Account oder auch meinen Main-Account. Das geht ausschließlich, wenn ihr in der Steam-Gruppe Die Dummbabbler seid. Die ist in der Beschreibung verlinkt. Ihr könnt aber auch einfach nach Die Dummbabbler suchen. So heißt die Steam-Gruppe. Wenn ihr da drin seid, könnt ihr meinen Main-Account anfragen, wenn ihr wollt. Ihr könnt auch meinen zweiten Account anfragen. Der Main-Account ist der Admin der Gruppe. Der zweite Account ist einer der beiden Mods, und zwar Frauen als Besucher. Sobald man die Gruppen verlässt, muss man auch die Freundeslisten verlassen, aufgrund von Platzmangel für die gesamte Community. Wenn man die Freundesliste nicht verlässt, sondern nur die Gruppe, wird man von mir von der Liste entfernt und blockiert. Also schön in der Gruppe bleiben. Das Tigertooth ist übrigens in Factory New und ist ungefähr $230 wert. So steht es auch im Livestream-Titel drin. Wer Fragen zum Stream hat, wie was funktioniert, der kann einfach in die Beschreibung gucken, beziehungsweise Ausrufezeichen Commands eingeben. Da stehen alle Commands, unter anderem auch Ausrufezeichen Giveaway. Da ist dann zum Beispiel erklärt, wie das mit den Giveaways funktioniert. In der Beschreibung sind die Commands auch verlinkt. Und da kommt man dann zu so einem richtig schönen Textdokument und da sind alle drin. Und Freunde, das mit den Giveaways, die habt ihr euch nicht verhört. Die gibt es in jedem Stream. Also es lohnt sich natürlich reinzugucken. Um an diesen Giveaways teilnehmen zu können, muss man nur im Stream sein. Man muss kein Follower sein, kein Abonnent oder sonst irgendwas, sondern einfach nur den Stream anhaben. Und während man den Stream anhat, sammelt man nämlich automatisch die Stream-Währung, und zwar unsere Bubble Dollar. Das sind die hier. Die werden wahrscheinlich jetzt gekeyt. Naja, also für euch durchsichtig. Aber es gibt Bubble Dollar Banknoten. Die sammelt ihr. Ein Bot sieht euch als neuen User oder als bestehenden User und ihr sammelt die immer weiter. Und er zählt die automatisch immer oben drauf. Alle 5 Minuten bekommt ihr 5 Bubble Dollar. Und auch eure Zeit wird natürlich mitgerechnet. Und das geht, solange der Bot eben existiert. Das geht auch, wenn ihr mal 3 Wochen nicht da wart oder 3 Monate. Sobald ihr wieder reinkommt in den Stream, zählt der Bot einfach weiter. Eure Stunden und eure Bubble Dollar. Man muss den Stream aber anhaben. Man kann auch noch mehr Bubble Dollar sammeln, wenn man zum Beispiel im Chat schreibt. Dann bekommt man nochmal einen Bonus obendrauf. Wenn man Abonnent ist, bekommt man nochmal das Doppelte obendrauf und so weiter. Der ganze Fetz halt, ne? Die Streams sind die perfekte Anlaufstelle für alle, die mit mir zusammen mal spielen wollen. Ich werde oft gefragt, ob man gemeinsam mal was zocken kann. Und ich sage jedes Mal, klar, in den Livestreams geht es, ohne Probleme. Da kann man einfach mitzocken. Auch die Ranks sind egal, da wir ein High- und ein Low-Game machen. Das High ist Lembis Global. Und das Low-Game ist alles darunter, also Silber bis LE. Damit will ich eigentlich nur sagen, dass jeder mitspielen kann und man sich auch nicht irgendwie schämen braucht oder sonst wie, wenn man nicht gut spielt, weil man dann einfach im Low-Game mitmacht und fertig. Ich spiele auch nicht gut. Trotzdem bin ich in den Streams. Dabei wird nicht nur CSGO gespielt, sondern auch Trouble in Terrorist Town oder das aktuelle COD, ab und an GTA oder sonst was. Also wir haben sehr, sehr viele Spiele schon im Repertoire gehabt. Haben wir DayZ schon gespielt, wir haben schon Borderlands gespielt, wir haben schon The Forest gespielt und so weiter und so fort. Also gespielt haben wir insgesamt schon sehr, sehr viele Sachen. Und da kann man natürlich jederzeit mitmachen, also solange das Stream halt an ist, ne? Über das gemeinsame Spielen und auch Events, die wir schon ausgetragen haben, wie zum Beispiel eine eigene kleine Liga-Geschichte, wo es auch dann Gewinne gab für das Gewinnerteam. Darüber oder dadurch ist die Community gewachsen und ich denke, wir sind wirklich ein cooler Haufen. Viele Leute kamen ausschließlich erstmal nur wegen den Skins und sind dann geblieben, weil es ihnen einfach Spaß macht, dabei zu sein und weil man noch Skins obendrauf gewinnen kann. So, ich mache mich dann ready, denn ich denke, heute fange ich sogar etwas früher mit dem Stream an. Das werdet ihr zwar jetzt hier in dem Video nicht mitbekommen, nicht mehr, weil das Video erst um 18 Uhr kommt. Also genau dann, wenn der Stream startet, kommt auch das Video. Und ich wahrscheinlich schon versuche, um 16 Uhr vielleicht online zu gehen, weil ich unbedingt noch Frostpunk spielen will. Das ist so geil. Und ich versuche halt immer, wenn ich da mal Zeit finde neben der Arbeit, einfach so zu zocken, dann versuche ich auch immer den Stream anzumachen, dass ihr einfach zugucken könnt. Soweit so gut. Wir sehen uns dann gleich im Livestream. Haut rein. Bis gleich.